Hey yo, es ist ein wunderschöner Dienstag und 14 Uhr. Und wisst ihr, was das heißt? Ein neues Bennert-Video. Yes, sir, yes, sir. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Therapiesitzung. Let's go. Ich habe ja schon viele krasse Dinge gesehen, aber der Typ hier setzt nochmal einen drauf. Junge, wo spielt der Fortnite? Oh mein Gott, er spielt einfach Fortnite, die neue OG-Season, während sein Kind geboren wird. Richtige Entscheidung, Bro. Man muss auch Prioritäten setzen. Kinder kann man immer bekommen, aber OG-Fortnite-Season gibt es nicht für immer. Gute Entscheidung. Perfekt. Alles gefickt. Schöne Story vom Essen hast du gemacht. Ja, gut. Lass gut sein. Komm, das war's nun wirklich mit dem Hotdog. Vergiss es, hol dir einfach einen neuen. Aber Real Talk, das ist doch die gerechte Strafe für die Instagram-Story, die du ja unbedingt von deinem Essen machen musstest. Iss doch einfach. Leg dein Handy weg und iss einfach, wie ein normaler Mensch. Wer von euch fühlt, wenn man früher immer nur Scheiße gebaut hat in der Schule, vor allem in den Schultoiletten, da ging's immer richtig ab. Der Bre hier ist das perfekte Beispiel, für was ich meine. Einfach ein klassischer Troll aus der Schule. Holy shit, der hat instant Karma bekommen. Der Lehrer oder Direktor ist einfach vor ihm gespawnt. Mama! Der Arme hatte ja nicht mal eine Chance, eine Ausrede zu suchen oder so. Das war's für ihn. Das gibt dicken Anschiss und am Ende vielleicht noch einen Anruf bei den Eltern. Oh mein Gott, davor habe ich mich immer am meisten gefürchtet. Bro asked for an Edgar. Oh nein, bitte nicht schon wieder einer von denen, die einen Edgar-Schnitt auf Ernst haben wollen. Kommt schon, was ist los mit euch? Alarm, Alarm, ein neuer Edgar-Loser. Ach du Scheiße, du wurdest geschlachtet. Was macht dein Friseur eigentlich beruflich? Zeig den Typen, der das mit dir gemacht hat, an wegen Körperverletzung. Yo, einmal Seiten auf, kack einfach mal so richtig rein. Job erledigt, aber selber schuld, Junge. Wieso willst du auch einen Edgar-Cut? Wieso kommst du auch auf die Idee, einen Edgar-Cut zu machen? Das ist die gerechte Strafe, du hast nichts anderes verdient. So ist das Leben halt, lern aus deinen Fehlern, es muss weitergehen. Hattet ihr das schon mal, dass ihr all euren Mut zusammengenommen habt und endlich euren Crush auf Instagram eine DM geschrieben habt und sie dann einfach nicht antwortet? F an alle von uns. Und dann probiert ihr einfach nochmal so paar Tage, paar Wochen später. Vielleicht hat sich ja beim ersten Mal überlesen, ne? Nein, sie hat nicht geantwortet, weil sie höchstwahrscheinlich keinen Bock auf euch hat. Naja, und manche bleiben dann hartnäckig und manche lassen es dann einfach sein. Komm, es war sowieso nicht die richtige. Aber der Homie hier, der ist am Grinden. Der ist am Gucken in der Kitchen. Der hat seinen Plan vor Augen und lässt nicht locker. Moment mal ganz kurz, ich glaube, bei mir wird eingebrochen. Nee, alles gut, doch nicht. Er zieht wirklich durch. Guck mal, hier hat er sogar zweimal auf eine Story gleich geantwortet. Er ist am Hustlen. Ach, wer sagt es ihm? Oh Mann. Er schreibt einfach seit 3 Jahren. Der Bruder versucht es seit 3 Jahren. Seit 2020, da war die Welt noch in Ordnung. Da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt und war noch in der Schule. Also eins muss man ihm lassen, er gibt nie auf. Ich weiß nicht, ob das hierbei eine gute Eigenschaft ist oder nicht. Aber komm schon, was macht die auch so auf wichtig? Antwortet dem armen Typen doch mal. Nach 3 Jahren. Komm schon, gib dir einen Ruck. Sowas hat noch nie jemand für dich gemacht. Niemand ist so loyal wie dieser Typ. Wie kannst du nur so ruhig bei seinem Downfall zuschauen? Der Arme. Ein einfaches Hi reicht doch. Das hat er sich jetzt auch wirklich verdient. Der Arme reagiert noch in 20 Jahren auf die Stories. Wow, look, this rock has eyes. And I have eyes. We all have eyes. Wow. Ah. Holy moly, sind die beiden stoned. Versteht ihr? Weil er High für 3 ist und der Stein halt ein Stone ist. Das war ein Wortspiel. Versteht ihr's? Checkt ihr's? Versteht ihr's?
Lil Bro ist wirklich im Universum angekommen. Der hat die Erde verlassen. Ja gut, ich meine, der unterhält sich auch mit einem Stein und erschreckt sich vor ihm. Also ist ja klar, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Egal was er genommen hat, ich brauche das zweimal, damit ich den Daily Pain aushalte. Wir haben ja schon über Fortnite geredet am Anfang, wo der King einfach während der Geburt seines Kindes bisschen Fortnite spielt. Bisschen Fortnite dies, das. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite dies, das. By the way, wer von euch hat die OG-Season gespielt? Ich gehe mal davon aus, jeder. Ich habe auch schon gegrindet mit den Jungs. Für Fortnite. Für Fortnite! Und heute habe ich diesen geisteskranken Clip auf Twitter gefunden, ne? Guckt mal, was den Jungs passiert ist. Yeah, I'm dead. What the fuck is he doing? Oh shit. I think the cart pushed him off, bro. Das ist jetzt schon Legendenclip. Der wird in die Geschichtsbücher von Fortnite eingehen. Für Fortnite. Für Fortnite! Der Bre, der noch am Leben ist, schiebt auch den größten Lachflash. Der hat nicht einmal was gesagt, sondern nur gelacht. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als dass dir und den Jungs sowas passieren sollte. Der Clip fühlt sich wirklich straight up wie 2018 an. Oh Mann, war das geil damals, dieses Game zu grinden. Als man noch keine Probleme im Leben hatte. By the way, habt ihr gesehen, wie Monte einfach geweint hat? Wegen OG Fortnite? So schön. Er heult einfach wegen Shifty-Chefs und der Map, das ist crazy. Das ist wirklich crazy, dass er so viel dabei empfindet. Obwohl, ja, ich check, er hat wegen dem Spiel einfach Leben durchgespielt, ne? Das Game hat ihn zum Multimillionär gemacht. Der hat mit dem Creator-Code mehr im Monat verdient, als wir alle im ganzen Leben. Und das sollte euch zeigen, dass die Welt eine Matrix ist. Brecht aus, solange ihr noch könnt. Und ihr müsst genauso versuchen auszubrechen, wie der Mann im nächsten Video. Guck mal, die beefen sich einfach durch die U-Bahn-Türen. Ey, als hätten die nichts Besseres zu tun. Aber auch ekelhaft ehrenlos, dass er einfach durch den Schlitz spuckt. Das macht den da drin doch noch wütender. Und by the way, sowas macht man doch nicht. Das ist doch ekelhaft. Wie respektlos willst du sein? Oh, der Clip endet hier aber. Das letzte Spucken war der größte Fehler in seinem Leben. Wir wissen ganz genau, wie das hier ausgegangen ist. Natürlich alles friedlich. Die haben sich vertragen und danach sind die ein bisschen ins Café gegangen und einen Orangensaft trinken. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Nee, jetzt mal Real Talk. Das hier ist mit ihm danach passiert. Naja, Jungs und Mädels, wenn ihr auch Fortnite mögt, für Fortnite. Für Fortnite. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.